Ach, Freunde, es gibt doch nichts Schöneres, als hier eine Runde zu angeln, nachdem ich das Dorf vor Giant Alex gerettet habe. Denn hier vorne war Giant Alex am Start. Und ihr seht schon, ich habe hier sogar das Giant Alex Buch bekommen. Das ist dieser legendäre Kopf, den man nur bekommt, wenn man es schafft, gegen Giant Alex zu gewinnen. Und ja, da hinten sehen wir, wie gesagt, dass das Dorf ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber ich musste leider dafür sorgen, dass alle in Sicherheit kommen. Und da ist es leider ein bisschen kaputt gegangen. Aber alle sind sicher. Ich bin hier in Ruhe am Angeln. Und ich denke mal, das habe ich mir auch verdient, nachdem ich allen geholfen habe. Keiner ist gestorben. Und ja, jetzt angeln wir einfach ganz bequem eine Runde hier. So, mal hoffen, es beißt jetzt auch mal langsam was an. Ich habe mir das echt verdient. Was fällt dir eigentlich ein? Ah, Sinti, wie geht's dir, mein Freund? Du angelst hier in Ruhe, als hättest du nichts gemacht, dass dir das einfällt. Hast du kein Respekt oder sowas vor mir? Hä, warum? Ah, ja, ich habe was gemacht. Ich habe das Dorf gerettet. Alle Villager dort wurden in Sicherheit gebracht. Ah. Giant Alex hat angegriffen. Aber wie gesagt, ich konnte alle retten. Kein Grund zur Sorge, Sinti. Willst du mich eigentlich komplett veräppeln? Du hast das Dorf gerettet. Du hast alles zerstört da hinten, mein ganzes Was Haus, soll alles ich hast haben? Du zerstört. Ich hab doch nichts kaputt gemacht. Natürlich, dass du es wagst, überhaupt hier noch zu stehen. Du kannst froh sein, dass ich so nett bin zu dir. Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ich hab sogar alle gerettet, in Sicherheit gebracht. Ich hab allen geholfen, sind die. Mhm, die Dorfbewohner sagen was ganz, ganz anderes. Hä, was? Das stimmt doch gar nicht. Guck mal, ich hab hier sogar einen Beweis. Und zwar Giant Alex Kopf. Gib mal her. Wo ist das? Der Giant Alex Kopf. Weißt du was, den kannst du nehmen oder komm mal mit, ich zeig dir, wo wir den hinbringen, du hast recht. Hä, aber was machst du denn damit, hä? Hier, ich hab hier so eine schöne Leseecke, schau mal da hinten. Ehrlich? Ah, oh, danke schön. Hey, warte mal, was machst du denn hier? Hier bleibst du, Verbrecher, komm ins Gefängnis und du bist einer, du hast das Dorf zerstört. Ich bin doch kein Verbrecher, ich hab alle gerettet. Ach komm, nerv mich nicht, hier, tschüss. Ah, weißt du was, sind das doch kein Problem, hier oben. Das sind Löcher. Da kann ich doch ganz einfach rausklettern irgendwie. Was denkst du? Schau mal, was ich hier noch in der Hand habe. So, ich baue mir mal eben hier eine Treppe hoch und jetzt schau mal nach oben, Pat, was ich hier in der Hand habe. Warte. Was hast du denn in der Hand? Einen schönen heißen Lava-Eimer. Hey, den lässt du jetzt aber hier nicht rein, oder? Soll ich es etwa machen? Nein, ich will doch überleben. Spinnst du, Sinti? So, hey, hier kommt warte doch. Oh mein Gott, was ist denn mit Sinti los? Warum macht er das? Ich habe doch gar nichts getan. Okay. Hey, Freund, ich muss ein bisschen in diese Ecke reingehen. Oh, was soll ich denn nur tun? Was soll ich tun? Sinti, wo bist du denn? Zeig dich doch, wenn du ein Mann bist. Hier oben, schau mal durch dieses Löchlein. Ich kann nicht durchschauen. Ah, da bist du, Sinti. Weißt du was? Ich werde mich als Giant Alex rächen, wenn du mich jetzt nicht rauslässt. Weißt du, was du kannst? Du kannst hier drin bleiben. Ich hole jetzt noch ein paar Lava-Eimer und dann war's das mit dir. Du willst doch die anderen Löcher auch damit stopfen, oder was? Natürlich, denkst du, weil die sind nur Deko hier? Nee, das kann doch nicht wahr sein, Freunde, was? Bis gleich. Oh, Hilfe, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Der hat den Eingang zugemacht. Hier sind Eisenzäune. Es ist unmöglich, wir sind verloren. Wobei, eine einzige Idee habe ich. Warte mal. Wir haben hier doch dieses Giant Alex Buch. Da können wir sogar reinschauen. Und hier steht drin, du willst dich also an deinen Freund rächen als Giant Alex. Dann benötigst du folgende Sachen. Einmal einen Like von deinen Zuschauern. Leute, das müsst ihr jetzt machen. Lasst jetzt nochmal schnell einen Like da. Und abonniert meinen Kanal, denn das benötigen wir, um uns zu Giant Alex zu verwandeln. Dann benötigen wir 3 Knochenmehl, ein rotes Farbmittel, eine Diamantrostplatte und einen Smaragd. Okay, und dann packe im Anschluss alle Items in eine Kiste und stelle dich drauf. Ich triff im Anschluss einen Blitz und du verwandelst dich zu Giant Alex. Okay, ich hab's verstanden, Freunde. Aber das größte Problem ist jetzt, wie kommen wir hier raus? Denn schaut euch das mal an. Hier ist alles weit und breit geschützt. Ich komme hier eh nicht raus. Wobei, warte mal ganz kurz. Wenn ich mich doch hier so hinstelle, dann müsste ich doch theoretisch in der Lage sein, diesen Zaun abzubauen. Und ich müsste auch in der Lage sein, hier dieses Holz abzubauen. Das versuchen wir jetzt mal aus. Okay. Na, ich muss doch irgendwie in der Lage sein, hier rauszukommen. Ich verstehe das nicht, Freunde. Was hast du denn vor, du kleiner Winzling da drin? Was? Lass mich lieber raus! Weißt du, was ich mache? Komm her. Du hast recht. Vielleicht sollte ich dich wirklich rauslassen. Hä? Schau mal, ich schmeiße hier den Schlüssel runter. Siehst du mich hier oben? Wo? Ja, schmeiß runter. Danke. Hey, du hast... Ey, nein. Entspann dich doch mal. Wie soll ich denn hier rauskommen? Ja, das ist doch nicht mein Problem. So, jetzt hole ich direkt den nächsten Lava-Eimer. Nein, Sinti, hör auf damit. Es war doch nicht so gemeint. Es waren wirklich... Ich habe wirklich nur Giant Alex besiegt. Von wo soll ich sonst diesen Kopf haben? Nicht.
Doch. Du bist ein Verbrecher. Du hast das komplette Dorf zerstört. Mein Haus, das von den Villagern von allen. Du bist mit Recht hier drin, Pat. Auf Nimmerwiedersehen. Oh nein, Freunde. Oh nein. Okay. Also, Planänderung. Ich muss auf jeden Fall zusehen, dass erstmal Sinti wegläuft. Der scheint hier über alle Berge zu sein. Das ist schon mal sehr gut. Okay, Freunde. Ich werde jetzt einfach diesen Zaun hauen. So lange, bis ich ihn kaputt gemacht habe. Ist mir komplett egal. Und dann brechen wir aus. Und ich sehe gerade, ich habe doch sogar noch meine Angel von vorhin. Damit wollte ich eigentlich ein paar Fische angeln. Aber ich werde diese Angel benutzen, um einfach mal das Holz an mich heranzuziehen. Denn wir sehen schon, da hinten ist ein Baum und ich sollte auf jeden Fall in der Lage sein, diesen Hauptbaum abzubauen. So, jawohl, es funktioniert. Das heißt, jetzt zack, einmal hier und das ziehe ich dann sofort an mich heran. Ich brauche gar nicht so viele Blöcke. So, komm und ja, es funktioniert, Freunde. Wir haben hier einfach mal dieses Holz. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Okay. 8 Holz haben wir und damit jetzt nichts wie raus. Okay, so, einmal hier. Und dann jetzt hier nach oben bauen. Okay. So, dann würde ich sagen, ich muss jetzt hier wirklich weg. Ich muss wirklich weg, bevor Sinti wiederkommt und mich dann doch noch beseitigt. Weil das wäre überhaupt nicht gut. Ich möchte mich ja schließlich an ihn rächen. Boah, schaut's euch an. Das hat der Pet mit diesem Dorf gemacht. Hier hat meine Oma gewohnt, mit Opa Francesco zusammen. Alles zerstört. Dort hinten in dem Haus hat der Gärtner gewohnt. Alles zerstört. Zum Glück ist aber dieses Monster jetzt im Gefängnis. So, und ich hole direkt den nächsten Lava-Eimer. So, da haben wir doch genug. Noch ein bisschen Stein nehmen wir mit. Das hat er sich verdient, dieser Pet, dieser Bösewicht. Schaut euch das an, hier ist wirklich alles kaputt. Einfach das Haus vom Gärtner und von Opa Francesco. Boah, Mann, da sitzt schon der Richtige im Gefängnis. So, sieh zu, Pet, gleich erlebst du dein blaues Wunder. Ach, komm schon, jetzt erlebt er sein blaues Wunder. Ich habe extra mehr als genug Lava mitgenommen. Und wo ist er denn, dieser kleine Verbrecher? Wartet mal, wo ist Pet hin? Pet, wo bist du? Ich sehe dich doch nicht. Hä, Freunde? Der kann doch nicht weg sein. Hier ist doch alles voll mit Obsidian. Moment mal, ist er etwa durch mein Loch gegangen? Hier ist ein Holzblock. Wo bist du, Pet? Sieh zu, wenn ich dich in die Finger kriege. Okay, Freunde, ich habe mir jetzt hier so ein bisschen Abstand genommen zum Gefängnis. Und ihr seht, wir schauen nochmal rein. Was brauchen wir genau? Also, wir sehen, ich brauche auf jeden Fall ein Like von den Zuschauern. Ich denke mal, alle von euch haben jetzt spätestens ein Like dagelassen. Falls nicht, holt's nochmal nach. So, dann brauche ich 3 Knochenmehl. Könnte ein bisschen schwierig werden gerade. Aber was wir auf jeden Fall sofort besorgen können, ist ein rotes Farbmittel. Also, das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine rote Blume suchen. Und da ist sie sogar schon. Schaut euch das an. Perfekt, Freunde. Das heißt, diese rote Blume nehmen wir mit. Zack. Und wir haben schon rotes Farbmittel. Das ging ja wirklich super zügig. Nächster Schritt wäre, ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen Equipment besorgen. Und dann muss ich gegen ein paar Skelette kämpfen. Weil hier in diesem Giant Alex Buch steht auch drin, dass wir 3 Knochenmehl brauchen. Und das würde ich jetzt nochmal machen. Und eine Diamantbrustplatte. Wobei, wisst ihr was? Ich glaube, Sinti hat sogar noch in seinen Häusern ein wenig Equipment. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen nochmal zu seinem Dorf. Okay, das scheint wohl das Dorf zu sein von Sinti. Und ich sehe ihn sogar da hinten. Ich hoffe nur, dass er da drin bleibt. Also, ist er in einem anderen Haus? Nee, er ist gar nicht in einem Haus. Er ist bei den Villagern. Okay, Freunde, ich weiß nämlich, das hier müsste, glaube ich, das Haus sein von Sinti, wo er immer haust und schläft. Weil ich glaube, da sehen wir schon, da ist der Diamantbrustpanzer. Den würde ich mir am besten einfach schnappen. Und er müsste da auch einiges an Equipment haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz zusehen, dass er mich nicht sieht. Was macht er denn da? Baut er das Dorf wieder auf? Das scheint so auszusehen. Okay, ich schleiche mich mal hier herein. Der Hoffnung, dass er mich nicht sieht. Okay, Freunde. So, jetzt muss ich aber zügig sein. So, den Diamantbrustpanzer nehmen wir einfach mal mit. Zack. Und hier in der Kiste. Oh, Leute. Cobblestone haben wir hier. Ein Diamantschwert und noch eine Diamantspitzhacke. Das ist perfekt. Jetzt habe ich wirklich alles, was ich brauche. Und nein, er kommt. Das Haus habe ich jetzt schon fast wieder aufgebaut. So, mal kurz rein, was essen daheim und wartet mal. Wer hat mein Diamantbrustpanzer? Habe ich den etwa in die Kiste gelegt? Nee, komisch. War das etwa Pet oder bin ich jetzt komplett tollpatschig? Moment mal, meiner Kiste fehlt auch was. Oh Gott, warte mal, ich gehe mal zum Gefängnis. Vielleicht ist da Pet noch, weil ich den in die Finger kriege. Puh,
Leute, das war eine ganz knappe Angelegenheit. Er läuft aber auf jeden Fall zum Gefängnis. Also er läuft weg. Okay, wir haben aber alles, was wir brauchen. Diamantschwert, Diamantspitzsacke, Steine. So, dann würde ich sagen, oh, gehen wir wieder runter. Und ich, ist er da hinten? Er läuft da hinten. Ja, okay, er läuft. Okay, dann würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit, denn unser Giant Alex Buch sagt ja immer noch, dass wir Knochenmehl brauchen. Das heißt, ich suche mir am besten die nächste Mine und sehe zu, dass wir einfach mal auf die Monster draufschlagen. Okay, Leute, ich bin hier schon in der Mine unterwegs und ich sehe schon ein bisschen Lapis Lazuli, okay. Aber ich finde irgendwie keine Skelette. Genau das, was wir eigentlich brauchen. So, gucken wir mal weiter nach hier. Oh, warte mal, da ist doch ein Skelett. Das müsste ein Skelett sein. Okay, Freunde. So, drei Skelette sogar. Oh mein Gott, okay. So, würde ich sagen, oh, ich muss aufpassen. Ich habe keine Rüstung immer noch. So, ich würde sagen, die beseitige ich nacheinander. Oh ja, die beseitigen sich, glaube ich, selbst. Okay, ich muss aufpassen. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Und, oh, Leute, es wird knapp. Aber es hat funktioniert. So, ich esse nochmal ganz kurz den Fisch hier von vorhin, würde ich sagen. Aber wir sehen, tatsächlich haben wir zwei Knochen sogar. Das heißt, ich mache das einfach mal hier zu Knochenmehl, zack. Und wir sehen, jetzt haben wir schon einige Sachen, die in dem Buch stehen. Wir haben nämlich den Like von euch Zuschauern. Wir haben drei Knochenmehl, rotes Farbmittel, eine Diamantbrustplatte und was uns jetzt noch fehlt, ist der eine Smaragd. Und ich hoffe irgendwie, dass ich mit dem Villager im Dorf handeln kann, sodass der mir vielleicht sogar einen gibt. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach oben, Freunde. Okay, Freunde, also wir sind jetzt hier wieder an der Oberfläche und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, die Luft müsste frei sein. Zumindest sehe ich hier keinen Sinti weit und breit. Okay. Und meine einzige Hoffnung sind jetzt hier diese Villager, die hoffentlich noch irgendwelche Smaragde übrig haben. Villager, ich habe hier gesehen, dass du, glaube ich, noch einen Emerald hast. Ja, genau, den bräuchte ich. Okay, komm, wir nehmen uns den jetzt einfach mal. Wir sind jetzt einfach mal so, Freunde, bauen die Kiste ab und dann können wir uns endlich zum Giant Alex verwandeln nach all der Zeit. Freunde, ich bin so glücklich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an damit. So, und... Was machst du in meinem Dorf? Verschwinde! Nein, es ist nicht das. Du kommst ins Gefängnis, habe ich gesagt. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Wirklich nicht. Nein, das ist... Ins Gefängnis mit dir. Dreh dich um. Nein, bitte sind die. Aua. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich habe nicht mehr viel Leben. Sieben Herzen. Du kommst ins Gefängnis. Oh Gott, nein, sind die. Bitte. Okay, warte. Bevor du schießt, ich habe noch einen letzten Wunsch. Einen einzigen letzten Wunsch habe ich. Schieß los. Und zwar will ich nochmal meine Items in eine Kiste tun, damit deine Kinder sollen es bekommen. Ja, ist okay, komm, aber los geht's. Okay, also hier, wenn du mich töten willst, dann mach das, aber bitte, lass mich die Sache in die Kiste tun. Mach so. Jetzt. Ja, ist gut, okay. Also hier, das sind die letzten Sachen, die ich einmal reintun wollte. Mehr will ich gar nicht, okay, sind die? Ja, ist okay, jetzt ab ins Gefängnis. Okay, warte, ich will mich auf die Kiste stellen, das ist für Sintis Kinder. Okay, komm. Der wird's bald, ja, Pat, wird's bald. Oh Gott. Ah. Was ist denn hier los? Ah. Nein, Pat, was hast du vor? Oh ja, Sinti. Na, wie ist die Luft da unten? Gut. Gut? Wie soll sie denn? Warte ab, Sinti. Geh weg, schieß lass nicht. Mich in Frieden. Wir reden jetzt nochmal. Bleib stehen. Nein, wir reden Bleib gar stehen. Nichts. Geh weg. So, okay, Kollege. Also, einmal bitte Nein, stehen mich, bleiben. Einmal Nein. stehen bleiben. Geh Kollege. Geh so, weg. Du wirst jetzt hier eingebaut. So, warte. Sinti, du kannst jetzt hier stehen bleiben oder wir können es anders klären. Dann klären wir das anders. Komm schon, nein. Was so, willst du von mir, Pat? Schön einbuddeln, Kollege. Ich komm hier noch weg. Du kommst hier nicht weg, Sinti. Komm, bleib da jetzt in diesem Loch. Wir klären das jetzt friedlich, aber du bleibst jetzt hier bitte in diesem Loch drin. So, zack. Hier auch nochmal. Du kommst hier nicht mehr raus, Kollege. So, und zwar folgendes. Du hast doch hier, glaube ich, noch irgendwie so Lava, ne? Geh weg, ich komm hier raus. Warte mal, wo ist denn das hier? Wo ist das denn hier? Wo ist das denn hier? Da muss doch irgendwo noch Lava übrig sein, hast du, glaube ich, erzählt, in deinem Haus. So, warte mal, da ist doch deine Kiste hier, zack. Und, oh, was sehe ich denn hier? Okay, sehr gut. Lass meine Sachen in Ruhe, Pat, so, wirklich. Kein Problem. So, warte, wir machen hier... Ich will dir doch nur helfen, warte. Ich will dir nämlich bei einer Sache helfen. Und zwar bei der Sache, jetzt. bei der...
du mir auch vorhin geholfen hast. Und zwar hier ein bisschen Lava platzieren. Du hast noch ein bisschen Lava gehabt in deiner Kiste. Nein, ich bin zack. In die Lava gefallen. So, und hier nochmal sofort. Hast du nicht nochmal ein paar Lava-Eimer? Aber warte mal, da ist noch ein bisschen Lava. Da kann ich dir auch nochmal behilflich sein. Moment, kein Problem. Moment. So, sind schnell. Sie. Komm schon. Das ist gar kein Problem hier. Ich denke mal, jetzt sind wir uns einig. Jetzt sind wir uns einig. So, zack. Und du wirst auf jeden Fall sterben, Sinti. Da bist du selbst schuld. Hilfe. Okay, Freunde. Damit haben wir auf jeden Fall Sinti beseitigt und haben Rache genommen für die Aktion. Wissen, ich hab dir doch gesagt, du kannst alles haben, aber bitte schieß mich nicht ab. Bitte lass es, Sinti. Soll bitte. Ich dich wirklich mal am Leben lassen? Ich glaube, ich habe doch, das ist gut. Idee, was ich mit dir mache. Was Schau denn? Mal nach hinten. Was denn? Was hast du hier geplant, Sinti? So, dreh dich um. Komm ja, schon. Ja, was ist denn da? Was ist denn da? Hä? Warte mal. Nein, du kannst jetzt noch einmal ehrlich sein oder wir beide haben ein Riesenproblem. Ich hab nichts geklaut. Ich hab dich auch nicht. Ach, immer die gleiche Lüge. Viel Spaß. Nein. Okay, Leute, wir haben es überlebt. Sinti wusste das nicht, dass ich hier ein Heuballen am Start hatte. Freunde, das ist sehr, sehr, sehr gut. Aber schaut euch mal diese Umgebung an. Wir sind hier irgendwo im Nether. Oh mein Gott, und wir sind einfach mal wirklich gefangen in einem Bedrock-Gefängnis. Freunde, das gab's noch nie. Überall nur Lava. Ich sehe hier Monster und eine Kiste? Was ist denn hier in dieser Kiste drin? Gar nichts, okay. Anscheinend wurde hier irgendwas liegen gelassen, Freunde. Ich hoffe nicht, dass hier schon mal jemand gestorben ist. Deshalb hier eine Kiste ist. Aber okay, wir müssen uns überlegen, wie kommen wir jetzt hier heraus? Es muss eine Möglichkeit geben. Ich würde sagen, was können wir uns denn machen? Wir können uns auf jeden Fall einen Crafting-Table machen. So, dann machen wir uns erstmal einen Crafting-Table. Und vielleicht sind wir irgendwie in der Lage, hier hochzukommen, Freunde. Ich habe doch 10 Sand. Guck mal, das schaffe ich doch bestimmt, hier rauszukommen, oder? Ja, das schaffe ich. Und? Oh nein, das reicht auf keinen Fall. Oh, warte mal, ich habe hier doch noch 4 Gravel. Und? Schaffe ich das so? Och, Mann, ich komme hier einfach nicht raus. Okay, ich baue die Sachen nochmal ab. Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Möglichkeit, Freunde. Aber was können wir denn sonst machen? Es muss doch irgendeinen Weg geben, um hier herauszukommen. Warte mal, was haben wir denn noch so im Inventar? Wir haben, glaube ich, nochmal Holz gehabt. Kann das sein? Ja, warte mal, wir haben Holz. Vielleicht können wir uns daraus Slabs machen? Boah, ich weiß nicht. Wobei, nee. Das ist keine gute Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Wartet mal. Wir können uns doch aus diesen 11 Nuggets einen Eisenbarren machen. Das ist doch schon mal sehr gut. Und wir haben doch Flint bekommen. Okay, das heißt, wir sind in der Lage, ein Feuerzeug zu bekommen. Und wir können jetzt einfach mal... Warte mal, wir können TNT machen. Das heißt, wir sind in der Lage, uns hochzuboosten mit Hilfe von TNT. Ich mache jetzt einfach mal 2 TNT und wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir hochkommen. Wir haben Slabs am Start, haben noch ein bisschen Gravel. Das heißt, ich versuche jetzt mal so hoch wie möglich zu kommen. Okay, wie machen wir es am besten, Freunde? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. So. Oh ja, das ist, glaube ich, der beste Weg. So können wir auf jeden Fall einige Blöcke hochkommen. Oh ja, ja, das sieht gut aus. Aber es ist natürlich noch nicht hoch genug. Okay, damit wir noch ein bisschen weiter nach oben kommen, schnappe ich mal hier diese Sandblöcke, würde ich sagen. Also ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, um Sand zu platzieren. Aber das funktioniert auf jeden Fall nur auf Half-Slabs, wenn sie unten sind. Das heißt, Freunde, hier. Und jetzt einmal Sand nehmen. Zack, zack. Okay. Also, jetzt müssen wir TNT zweimal hintereinander zünden. Und es müsste eigentlich funktionieren, wenn nicht alles schief geht. Freunde, drückt mir die Daumen. Also, ich platziere 2 TNT, Freunde, zünde beides hintereinander an. Und es muss funktionieren. Es muss funktionieren. Zack. Okay, es muss klappen, Freunde. Ja, ja, es klappt. Oh Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, das war knapp, Freunde. Aber wir haben es geschafft zu überleben. Okay. Sinti darf uns jetzt aber auf keinen Fall sehen. Oh, wir haben uns wirklich hier herausgeboostet, Freunde. Und ich sehe schon, da hinten, da ist das Nether-Portal. Das heißt, wir müssen irgendwie zu diesem Nether-Portal hin. Oh mein Gott. Okay, das heißt, ich muss diesen Weg nehmen, Freunde. Dann ab wie weg hier, weil nicht, dass Sinti mich noch erwischt. Das wäre wirklich... Du dachtest wohl, du würdest so wegkommen? Nein, Sinti, hey, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, schnell rein. Oh mein Gott, Sinti, schieß mich ab, Sinti. Hör auf, oh Gott, nein. Nein, was? Wo bin ich denn jetzt? Er hat mich ernsthaft noch in ein Lava-Gefängnis gesteckt. Ich war doch gerade erst geflohen. Wie kann das denn sein? Ey, Sinti ist nicht normal. Freunde, was soll ich tun? Hier ist alles voll mit Lava, egal.
So, und Sinti ist da oben. Sinti! Bist du wirklich? Ich lass dich so einfach gehen. Ich bin durch den Hintereingang gegangen bei dir. Was? Es gab einen Hintereingang? Aber von wo denn? Tja, denkst du, ich sag dir meine Geheimnisse? Oh nein! Sinti, wie soll ich denn hier herauskommen? Hier ist alles mit Lava. Guck mal, hier ist Lava, da ist Lava, hier ist Lava. Und wenn ich zurück in den Nether gehe, dann bringt das auch nichts. Ah, warte mal, Nether, stimmt, ich gehe einfach in den Nether zurück, perfekt. Das denkst du denn? Schau mal, was ich kann mit meiner krassen Spitzhacke. Du hast gerade das Nether-Portal kaputt gemacht, ey. Nein, Sinti. Viel Spaß bei der Hitze. Ich glaube, der müsste langsam ein bisschen warm werden hier unten. Tschüss. Oh nein, Freunde, ich bin jetzt hier komplett alleine. Ich habe keine Chance. Ich kann hier nicht hochschwimmen. Ich kann auch nicht runter. Ich kann auch nicht durch die Wand. Hä, was soll ich denn tun? Ich habe keine Chance. Oh, Freunde. Und mir hängt ein Pfeil an der Hose. Och, Mann, was kann ich denn jetzt machen? Okay. Nicht in Panik verfallen. Was kann ich tun? Oh, warte mal. Habe ich doch gerade was gesehen. Da ist doch ein Crafting-Table. Und da ist so eine Kiste. Hä, was ist denn da drin? Wir gucken mal nach, Freunde. Wir gucken mal nach. Okay. Wir haben Netherrack, Obsidian und eine Enderperle. Warte mal, vielleicht können wir damit was Cooles machen. Okay, ich glaube, ich kann dann hier... Warte mal, was ist das hier? Sinti, hey, was machst du? Hey, Moment. Ich baue dir ein kleines Dächlein. Nein, aus TNT. Hey, Moment mal ganz kurz, Freundchen. Moment mal ganz kurz, du kannst doch nicht einfach hier TNT zünden. Hey, hör auf. Nein. Oh Gott, hör auf damit. Hör auf damit. Nein, lass es. Hey, Sinti, hör auf, du spinnst doch. Hör auf. Nein, ich muss hier schnell wieder hoch. Oh Gott, Hilfe. Nein, lass es doch. Oh Gott, Freunde. Viel Spaß. Vielleicht kann ich... Oh Gott, nein. Hör auf damit. Hey. Oh mein Gott. Okay, Freunde, ich muss mir was anderes überlegen. Aber was, sind die nicht weiß? Ich habe ja Netherrack in der Kiste gefunden. Und vielleicht kann ich hier, wenn ich jetzt dieses Netherrack nehme... Und einfach mal bleib TNT. Unten. Warte mal. Oh Gott. Schnell. Jetzt treffe ich dich. Oh nein, Hilfe. Unten. Oh Gott. Okay. Nein. Oh Gott. Es hat, glaube ich, geklappt. Oh mein Gott. Er denkt, ich bin gestorben. Er ist tot. Naja, immerhin. Okay. Es hat geklappt, Freunde. Ich muss jetzt hier untertauchen. Okay. Also, ich werde mich jetzt erstmal in Sintis Dorf begeben, wo er lebt. Denn er darf nicht sehen, dass ich noch weiterlebe. Okay, Freunde, ich denke mal, das müsste das Dorf sein, wo Sinti wohnt. Und schaut mal, das ist, glaube ich, Sintis Haus. Da muss er alles lagern. Okay, wohin geht er? Er geht nach oben. Oh, wir schleichen uns mal in das Haus herein. Vielleicht können wir uns ja die ein oder anderen guten Items abgreifen. Hoffentlich können wir uns ein paar Items abgreifen. Oh Gott, ich glaube, der hat uns nicht gesehen. Also, er macht irgendwas Gold oben. Äpfel sind sicher, mein TNT auch. Oh Gott, hier ist Glas. Der nervt mich nicht mehr. So, jetzt Oh Gott. Oh, warte mal. Oh mein Gott, ich gehe. Oh Gott. Oh mein Gott. Hä? Nein. Warte mal. Ist mir gerade ein Glas noch runtergefallen? Hä, was? Nein. Oh Gott, Freunde, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, muss ich beeilen? Ich bekomme Schaden. Okay, schnell raus hier wieder. Ich bin im Aquarium, Freunde. Oh Gott, nicht, dass ich hier sterbe. Oh Gott, oh, raus. Okay. Also anscheinend hat er irgendwas gehört. Ich hab doch was gehört hier. Hier ist doch... Ich glaube, ich sehe Geister. Oh, Gott sei Dank, Freunde, Gott sei Dank. Okay, Freunde, also anscheinend hat er uns nicht bemerkt. Das ist sehr, sehr gut. Hier in der Kiste war aber auch nichts mehr drin. Wir gucken mal hier nach. Okay, wir haben hier einige Eimer, Leitern haben wir auch. Oh mein Gott, super viel Gunpowder. Das können wir gut gebrauchen. Essen haben wir hier auch. Jede Menge TNT. Oh ja, Freunde, das ist super. Das ist wirklich super. Oh, damit werden wir den Sinti auf jeden Fall es heimzahlen. Und ich habe auch schon einen echt guten Plan geschmiedet. Und dann kann ich mich wahrscheinlich sogar schneller rächen, als ich jemals gedacht hätte. Wir werden nämlich das ganze Heimatdorf von Sinti in die Luft jagen. Wobei, wir machen es lieber folgendermaßen. Ich werde Sintis Haus in die Luft jagen. Denn anscheinend ist er ja gar nicht mehr hier. Und das ist perfekt. Denn so habe ich alle Zeit der Welt, um TNT zu platzieren. Warte mal. Oh nein. Pet schon wieder bleibt. Oh mein Gott. Ich platziere schnell. Oh mein Gott. Du kannst schnell TNT platzieren. Oh ja, es ist einiges kaputt gegangen. In die Finger kriege. Oh nein, aber nicht sein Haus. Okay, Freunde. Okay, jetzt heißt es schnell sein. Jetzt heißt es wirklich schnell sein. Oh nein. Schnell ausweichen. Ich muss mir was überlegen. Oh nein, er verfolgt mich.
Ah, wie kann es sein, dass er so hartnäckig ist? Das kann doch nicht. Ich krieg's nicht, Alter. Oh, komm. Ja. Oh Gott, Leute, oh Gott. Bin ich eigentlich voll gut. Nein. Pass auf. Oh Gott. Leute, ich bin. Oh nein. Ich bin hier von der Klippe. Oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Oh Gott. Oh nein. Ich muss runter. Nein, was macht er? Es geklappt, Leute. Wir sind hier unten. Ja, perfekt. Na? Ah, wo sind die? Wo bist du? Leute, das wird er nie im Leben überleben. Schau dich das mal an. Oh, warte mal, nein. Oh mein Gott. Aber da ist Wasser. Nein. Drei. Komm. Das wird er niemals überleben. Nee, komm. Nein. Oh, nein. Er hatte ein Totem. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Freunde. Wir müssen jetzt aber ganz schnell flüchten. Okay, wir müssen uns was anderes überlegen. Ich muss mich irgendwo einbuddeln. Irgendwo. Komm, ich mach's jetzt hier hinter. Komm. Okay, und zack. Wo ist er hin? Okay, Freunde. Wir verloren haben. Oh Mann, nicht schon wieder. Okay, Leute, er ist weg, sehr, sehr gut. Oh, das war aber echt eine knappe Angelegenheit. Er ist mir so lange hinterhergelaufen. Oh Mann. Okay, Freunde, ich glaube, es gibt nur eine Lösung hier für dieses Problem. Und zwar müssen wir ihn wirklich in irgendeine Falle locken. Und ich habe auch schon eine Idee, was für eine Falle ich bauen kann. Das Problem ist nur, ich brauche dafür auf jeden Fall einiges an Lava. Das heißt, ich werfe mal alles hier weg und suche mir eine Lavagrube. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Scheint auch hier einiges kaputt gegangen zu sein. Aber Leute, das sollte ausreichen. Oh, das waren ein paar Lava-Eimer zu viel, aber kein Problem. So, wir müssen jetzt nämlich noch einmal in das Dorf von Sinti zurück. Okay, Freunde, mein Plan ist es nämlich, ich werde jetzt einfach mal hier in diesem Dorf ein Haus bauen. Und wobei, wisst ihr was? Ich habe noch eine bessere Idee. Damit der Plan auch wirklich hundertprozentig authentisch aufgeht, werde ich mir einfach mal ein Haus aussuchen, welches schon im Villager-Dorf ist. So ist es nicht so auffällig. Und ich würde sagen, das Haus sieht doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht können wir es auch mal noch ein bisschen verbessern. Und zwar machen wir, wobei wir lassen es so. Ich werde jetzt einmal hier alles abbauen in diesem Haus. Was ich jetzt allerdings benötige, ist ein Crafting Table. Den habe ich noch im Inventar, perfekt. Denn ich muss mir nämlich jetzt die ein oder anderen Schilder machen. So, ganz viele Schilder werden wir auf jeden Fall benötigen. Oh ja, Leute, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. So, zack. Hier ein paar Schilder am Start. So, nochmal ein bisschen Holz. Und Leute, ich kann euch so viel sagen, das wird auf jeden Fall der Wahnsinn. Diese Falle wird der Wahnsinn. Damit wird Sinti auf jeden Fall sterben. Denn ich habe folgende Falle geplant. Okay, Freunde, Planänderung. Ich brauche diese Schilder doch gar nicht. Deswegen werde ich mal ganz kurz Folgendes machen. Ich baue mich jetzt hier einmal hoch. So. Und ich werde eine super coole Falle bauen. Und zwar Folgendes. Hier kommt nämlich überall TNT hin. Oh Gott, ich werde von diesem Pferd beobachtet. Und zwar, Freunde, ganz viel TNT. Ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen weiter nach unten gebuddelt. Habe jetzt hier Lava platziert. Das Problem war nämlich, wenn Lava zu nah an TNT ist, dann jagt sich das automatisch in die Luft. Und das soll auf jeden Fall nicht passieren. Deswegen baue ich mich jetzt hier so stückchenweise hoch. So, immer aufpassen, dass ich mich nicht selbst in die Lava reinkatapultiere. Aber das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, Freunde, sehr, sehr gut. Okay, hier ganz viel TNT, Freunde. Sehr viel TNT. Zack. Und Gravel. Gravel haben wir nicht so viel, merke ich gerade. Wir können auch Sand nehmen. Genau, wir nehmen einfach mal diesen Sand hier. So, zack. Und jetzt brauchen wir nur noch Druckplatten. Und ich denke mal, mit dieser Holzoptik sollte es auf keinen Fall auffallen. Deswegen Druckplatten einfach hier rüberpacken. So, zack, zack, zack. Ich mache das jetzt auch ein bisschen unauffälliger, indem ich hier einfach mal... Ich wollte es nämlich ein bisschen unauffälliger machen, indem ich jetzt hier zum Beispiel ein Crafting Table in die Ecke tue. Oder ich schnapp mir einfach mal das Bett hier vom Villager. So, und dann packen wir auch noch so ein Bett herein. Dann sieht das nicht so super auffällig aus. Und er wird dann auf jeden Fall hier hereinrennen und einfach mal in Lava reinfliegen, Freunde. Okay. Ich werde mich dann einfach mal hier versuchen, auf das Bett irgendwie draufzustellen. Das sollte möglich sein. Muss nur Sinti kommen und ich werde mich einfach ins Bett gleich reinlegen. Okay, ich weiß nicht, das kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Da müsste Sinti eigentlich schlafen gehen. Hä, und warte mal, ist er das denn nicht hinten? Ist das so da hinten, oder? Da bin ich. Hey, oh, Leute, er ist da. Oh mein Gott. Nein, Sinti. Oh nein. Okay. Oh nein. Er hat mich voll viel Schaden zugefügt. Okay, Freunde. Zeit, unsere Falle auszuprobieren. Wo ist er hin? Okay, nach da hinten, Freunde. Nach da hinten.
Komm schon, bleib stehen. Okay. Nein, aua, hör auf, Sinti. Aua, es tut so weh. Verschau mich doch, Sinti. Nein, lass es. Lass es, lass es. Okay, okay, Freunde, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Und komm schon, komm, komm, komm. Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. Nein, nein.